Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute melde ich mich vom Aldi-Parkplatz. Ihr seht es vielleicht im Hintergrund. Ich wollte euch heute zu einem Standard-Einkauf im Aldi mitnehmen, was ich dort immer so einkaufe und worauf ich achte. Wir gehen jetzt gleich mal zusammen rein. So, meine Lieben, man kommt rein und nimmt sich direkt die Quinoa raus. Die habe ich nämlich immer dabei. Quinoa weiß nehme ich da immer. So, die kommt jetzt schon mal rein. Ansonsten, was ich schon dabei habe oder was ich schon daheim habe, ist Kokosöl. Das kann man sich immer noch mitnehmen. Habe ich aber noch reichlich da. Couscous nehme ich natürlich nicht mit, weil das ist aus Hartweizen. Was man auch machen kann, sind so Trockenfrüchte, so Feigen zum Beispiel. Die sind ganz gut, vor allem auch in Bio. Oder auch die Datteln in Bio, die habe ich ganz gern. Die nehme ich auch mit. So, was haben wir denn hier noch? Obstriegel. Schau mal auf den Inhalt. Ja, Gersten, Malzextrakt, Emulgatoren sind drin. Also das würde ich jetzt zum Beispiel nicht nehmen. Gibt es bessere. Ansonsten Chiasamen kann man auch immer mitnehmen. Habe ich aber auch daheim. Wir schauen mal, was es sonst noch gibt. Bei den Tees habe ich immer eine Fruchtvariante und eine Kräutervariante. Und da schaue ich einfach, was mir am besten schmeckt. Hier haben wir einmal Pfirsich-Himbeere. Finde ich ganz ansprechend. Ansonsten nehme ich immer gerne noch grünen Tee mit. Aber der kommt auf jeden Fall mal mit. So, natürlich laufe ich am ganzen Brot vorbei, direkt zu meinen lieben Haferflocken. Da habe ich immer diese kernigen, da kann man sich auch super ein schnelles Frühstück mitmachen, einfach quellen lassen mit warmem Wasser aus dem Wasserkocher und ein paar Himbeeren oder Erdbeeren einfach dazu. Habe ich aber aktuell noch zu Hause, aber die nehme ich immer mit, was ich gerade noch gesehen habe. Die gibt es jetzt auch in Bio, allerdings nur die zarten, die ich sehe. Aber wie gesagt, das kommt eigentlich immer mit, habe ich aber noch daheim. Ansonsten, meine Lieben, diese Müslis, ja, das schaut zwar immer super aus auf der Vorderseite, aber wenn man das Ganze mal umdreht, dann ist es halt schon so, ich hoffe, ihr könnt es sehen, dass da halt Rohrzucker, Palmöl und sowas drin ist, ja. Und es ist zwar besser als das Standardmäßige, auch ein bisschen mit Meersalz und mit Haferflocken eben, anstatt komplett nur aus Weizen. Aber ich würde es ehrlich gesagt nicht kaufen. Und ich nehme euch ja heute mit, was ich so kaufen würde. Deswegen, das kommt bei mir nicht rein. Ich mache mir mein Müsli lieber selber. Was natürlich auch immer mit muss, sind die lieben Mandeln. Da achte ich darauf, dass die eben quasi noch mit Schale sind. Also so unverarbeitet wie möglich. Und die gibt es hier auch in Bio-Variante. So, meine Lieben, ihr wundert euch vielleicht, aber mein Einkauf ist eigentlich immer relativ schnell. Ich gehe rein, hole mir ein paar Tees, gehe zum Obst und Gemüse. Vielleicht noch ein paar Produkte wie Nudeln, also zeige ich euch gleich, Linsennudeln und so weiter. Und an diesen ganzen Sachen laufe ich einfach vorbei. Ja, brauchen wir nicht. Auf der einen Seite Snacks und Riegel, auf der anderen Seite irgendwelche Cola und sonstige Geschichten. Einfach vorbeilaufen. So, ich bin ja ein absoluter Nuss-Junkie und was auf jeden Fall immer mit muss, sind Walnüsse fürs Omega-3. Dann habe ich auch immer dabei die Paranüsse für Selen und vom Omega-3-Omega-6-Verhältnis sehr gut sind die Macadamia-Nüsse. Allerdings sind die hier nur geröstet und gesalzen. Das mag ich nicht. Ich will die eigentlich immer pur haben. Die gibt es jetzt hier leider nicht, glaube ich. Nein, gibt es nicht. Also gehen wir einfach weiter. So, meine Lieben, was ich auch immer dabei habe, ist so Kakao. Da steht zwar zum Backen, aber das könnt ihr überall auch beimischen, auch ins Müsli und so. Ganz wichtig ist hierbei, dass nicht an erster Stelle hier Zucker steht oder so, ja. Also es ist zwar nicht ideal mit 100%, wir haben hier 93%. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. So. 93% Kakaopulver. Aber ich zeige euch mal, wie es normalerweise ist. Normalerweise hat man hier an erster Stelle nämlich direkt den Zucker und danach kommt erst die Kakaomasse. Von daher ist das auf jeden Fall die bessere Alternative. Das daher. So, da sind wir auch schon bei meinem Lieblingsbereich, beim Obst und Gemüse. Und hier wird alles mitgenommen. Als erstes brauche ich hier Staudensellerie für meinen Saft in der Früh.
das ist jetzt hier so meine Obstausbeute. Leute, ich nehme immer alles mit, was geht, worauf ich Lust habe. Natürlich, wenn es was gibt, nehme ich natürlich Bio mit, hier bei den Trauben, bei den Äpfeln. Alles andere gab es jetzt nicht in Bio und das nehme ich dann trotzdem mit, weil ich habe ehrlich gesagt nicht die Zeit, nochmal alles in einem anderen Laden zu besorgen. Also da bin ich jetzt noch nicht so penibel. Bei den Trauben achte ich immer darauf, ganz wichtig, mit Kern. Und wenn ich die Möglichkeit habe zwischen hell und dunkel, nehme ich lieber die dunklen mit. Ansonsten alles mitnehmen, was geht. Bei den Avocados nehme ich zurzeit ganz gerne diese kleinen im Netz, weil dann kann ich die nämlich auf einmal aufbrauchen und muss nicht die Hälfte aufessen und die andere Hälfte nochmal in den Kühlschrank und habe dann quasi eine ganze immer frisch. Meine Lieben, und an der ganzen Kühltheke laufe ich einfach vorbei. Da brauche ich wirklich gar nichts. Ich wüsste nicht, was ich hier kaufen sollte. Fleisch, Milchprodukte, alles nicht meins. Hier wird es wieder spannend für mich. Was ich immer mitnehme, ist die Goldhirse, meine Lieben. Das mache ich mir gerne als Frühstück. Das ist so schön warm mit einer Hafermilch. Was ich auch gerne habe, sind hier die Kichererbsen. Und die roten Linsen. Muss ich mal gucken, wo es die gibt da hinten. So, hier. Also brauchen wir noch die roten Linsen. Das nehme ich auch auf jeden Fall immer mit. Was ich nicht brauche, ist hier so Milchreis und sowas. Oder beziehungsweise Reis, den es hier so gibt. Den hole ich mir von Alnatura immer, diesen braunen Reis. So, meine Lieben, was ich immer in Massen mitnehme, sind hier Kichererbsennudeln. Erbsennudeln und rote Linsennudeln, meine Lieblingsnudeln von hier. Lasst euch bitte nicht verwirren, es gibt hier so ähnliche. Da steht dann auch Bio, Fusilli, aber die sind aus Hartweizen, ja? Oder hier aus Vollkornweizen. Es ist trotzdem Weizen, ja? Also Weizen ist Weizen. Wir nehmen natürlich das und wir nehmen auch nicht diese glutenfreien Geschichten, hier so gibt, ja, hier glutenfreier Teig. Die sind meistens, glaube ich, aus Maismehl, Kichererbsenmehl und da sind halt trotzdem noch so Emulgatoren und so Sachen drin. Ganz ehrlich, brauchen wir alles nicht. Wir haben hier 100% von den jeweiligen Zutaten drin. Steht ja auch drauf. Räume ich gleich wieder weg. 100%, ja, also das kommt hier auf jeden Fall alles mit. Bei diesen ganzen Pestos und Passatas müsst ihr ein bisschen aufpassen. Da ist meistens Zucker drin, wie man hier sieht. Also hier Tomaten und an zweiter Stelle direkt Zucker. Da nehme ich lieber diese gestückelten Tomaten, zeige ich euch gleich, oder Tomatenmark und mache mir selber meine Soße. Beim Spinat für meine Smoothies nehme ich immer gerne diesen Bio-jungen Spinat. Der muss auch immer mit. So, ja, die Bio-Himbeeren kommen immer mit. Es wäre super, wenn es im Aldi auch Heidelbeeren geben würde, also Wildheidelbeeren in Bio. Wäre toll, aber gibt es nicht. Aber wenigstens die Himbeeren für ein schnelles Frühstück immer super. Übrigens, meine lieben so Smoothie-Mischungen, ja, die gibt es jetzt neuerdings beim Lidl und beim Aldi. Die könnt ihr euch gerne holen. Da sind eigentlich nur gute Sachen drin. Also hier sind 35% schwarze Johannisbeere, 35% Heidelbeere und 30% Himbeere. Könnt ihr euch immer nehmen. Es ist bloß teurer, als sich einen Smoothie selber zu machen. Also ihr könnt euch genauso die Heidelbeeren tiefgefroren holen, könnt euch genauso die Himbeeren tiefgefroren holen und ihr könnt dann noch ein bisschen was Grünes dazu machen, vielleicht einen Spinat und eine Banane oder so, kommt ihr günstiger weg. Aber wenn ihr keine Zeit habt und was Schnelles haben wollt, das ist auf jeden Fall top. Da ist kein zugesetzter Zucker mit dabei. Ich mache mir die Smoothies aber immer selber, ne? Diese kernige Mischung kommt immer mit in den Salat. Kokos geraspelt, auch super zum Süßen. Ansonsten Trockenfrüchte haben wir jetzt schon, die Datteln. Was ich auch immer daheim habe, sind die Trockenpflaumen. Und was ich immer nehme, um mir den Hirsebrei ein bisschen zu süßen ohne Zucker, ich schmeiße da immer ein paar so Tanninen rein, dann werden die nochmal so schön weich und der Hirsebrei wird richtig süß.
So, und hier sind wir bei meiner heißgeliebten Hafermilch, meine Lieben. So, und da müssen wir jetzt aufpassen. Also es gibt einmal den Mandeldrink gesüßt. Und da ist dann natürlich immer gleich an zweiter Stelle Zucker drin, ja. Und das machen wir natürlich nicht, ja. Wir nehmen hier nichts mit Zucker, passt auf, die machen in diese Getränke immer Zucker rein, ja. Bei der normalen Milch ist ja kein Zucker drin, aber bei diesen Alternativen wird häufig Zucker zugesetzt. Und es gibt aber auch welche ohne Zucker. Da steht eben drauf, ungesüßt, die zeige ich euch jetzt. Und zwar mein Favorit ist immer dieser Haferdrink Mandel. Und zwar ist da drin, ich zeige es euch kurz, Wasser, Vollkornhafer, Mandeln und Säureregulatoren, Stabilisatoren. Ohne geht's halt nicht, aber auch eben mehr Salz und kein Speisesalz. Aber vor allem eben auch kein Zucker, Leute. Ja? Also das, davon brauche ich mindestens 2 Packungen die Woche. Ansonsten könnt ihr natürlich auch immer so einen Kokosdrink trinken. Ist auch ohne Zuckerzusatz. Achtet bitte unbedingt auf diesen Zucker. Oder ihr könnt natürlich auch hier den Haferdrink Natur haben. Aber mir schmeckt eben der Mandel am besten. Manchmal schaue ich mir auch ganz gerne neue Sachen an, ja. Also hier so glutenfreie Penne gibt es jetzt hier, ja. Dann schaue ich dann immer, was da so drin ist, weil mich das einfach interessiert. Maismehl, Reismehl, Hirsemehl, Emulgatoren, Speisefette. Und dann denke ich mir gleich, wieso kauft man sich nicht einfach direkt Kichererbsennudeln, Linsennudeln und so weiter. Das ist hier total überteuert und braucht wirklich kein Mensch. Was auch ganz gut sein soll, habe ich jetzt schon von vielen gehört, sind diese Burger Patties mit der Jackfruit. Beim Gulasch weiß ich nicht, was da sonst noch drin ist. Da muss man immer aufpassen. Es kann auch sein, dass da Zucker drin ist. Sonnenblumenöl. Ja, sieht gar nicht so schlecht aus. Rohrzucker ist drin und Reissirup, was die Süße angeht. Ist mit Sicherheit besser als Fleisch. Aber das kann man gerne mal ausprobieren. Also da spricht nichts dagegen. Lasst euch hier nicht in die Irre leiten von so Bio-Wildheidelbeeren. Sieht immer total super aus. Aber wenn man mal genau hinschaut, ist auch da wieder Zucker und sonstige Sachen drin, die kein Mensch braucht. Braucht wahrscheinlich auch noch Palmfett. Also das bleibt alles immer schön im Regal. Gehackten Tomaten. Was ich jetzt gerade hier entdeckt habe, ist hier Kokosblütenzucker. Ja, das spricht eigentlich auch nichts dagegen. Ich süße ja eigentlich immer nur mit Trockenfrüchten, aber wenn ihr eine Alternative zu Zucker braucht, eine gesündere, würde ich euch auf jeden Fall Kokosblütenzucker empfehlen. Und dass es den jetzt beim Aldi gibt für 2,99 €, ist doch super, oder? Man merkt einfach allgemein, auch der Aldi entwickelt sich weiter und das finde ich wirklich ganz, ganz toll, dass die Firmen immer mehr gesündere Alternativen anbieten und für jeden etwas dabei ist. Wie ihr gesehen habt, ich halte es meistens simpel, koche auch selber und nehme mir keine Fertigsachen mit. Wenn ich mal es eilig habe, dann kaufe ich mir das auch mal, ja. Aber im Grunde, sage ich jetzt mal, zu 80-90% eben nicht. Ja, da halte ich es wirklich simpel und versuche auf der Inhaltsliste eine Sache zu haben. Also dass es zu 100% zum Beispiel bei den Nudeln aus Linsen besteht, bis zu maximal 5 Dinge. Das ist so meine Sache. Deswegen habe ich jetzt die Jackfruit auch nicht mitgenommen, wobei ich die auch probiert hätte jetzt im Notfall, wenn es schnell gehen muss. Aber wenn ich selber koche, versuche ich das so ein bisschen zu meiden. Also bis zu 5 Bestandteile sind für mich so okay. Ja, alles andere kommt nicht mit. Und ich hoffe, der Einkauf hat euch gefallen in diesem Sinne. Das war so ein Standardeinkauf, der mir jetzt quasi mit Sicherheit für 1-2 Wochen reicht. Sowas wie Couscous und sowas reicht natürlich auch immer länger. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ich wollte auch gerne beim Aldi ein Fertiggerichte-Spezial drehen, weil ich doch vielleicht alle 2 Wochen mir mal ein Fertiggericht mache, wenn ich es auch eilig habe. Und da wollte ich euch gerne mal zeigen, was ich da immer so mitnehme. Also sowas muss immer in der Tiefkühltruhe sein, dass man quasi schnell mal was zubereiten kann. Und da gibt es eben auch gesündere und ungesündere Alternativen. Und wenn ihr Bedarf habt, wenn ihr Lust habt, nehme ich euch da beim nächsten Mal gerne mit. In diesem Sinne, meine Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ich sende euch ganz, ganz liebe Grüße. Natürlich einen Kuss. Macht's gut. Ciao. Eure Lana.